Weil jetzt gehen dann die obersten drei Karten drauf. Ich vermute eben mal, dass er Kalut hat und er mir den Eisenkettendrachen zerstört. Zurück hier zu Millennium Duels gegen Crow Hogan. Und ich habe so die blöde Vermutung, dass ich übelst ablose. Wir haben es ja letztes Mal schon gesehen, ne? Gegen Akiza. Da hatte ich auch nicht gerade die besten Karten. Schön. Entscheidet das als das Urteil? Oh Mann. Online, ja, die Server sind immer noch online, stellt euch das mal vor, aber mein Problem liegt eher daran, dass ich jetzt gerade beide Zauber am Pfand zerstören könnte, glaub. Nein, mein Problem liegt eher daran, dass ich in eine Falle laufe. Nein, und jetzt zum wahrlichen Grund, na komm, wenn es nicht funktioniert, scheiß drauf. Ja, es funktioniert. Zack, zack. Zack, zack. Bam, bam. Ja, Icarus-Angriff und Kunai. Am Arsch, Digga. Oh, shit, Mann. Ja, wie dem auch sei. Zum Glück hat er keinen Kalut auf der Hand gehabt, ne? Da wäre ich jetzt schon ein bisschen am Arsch gewesen. Nicht dein Ernst. Der bringt mir auch nichts. Oh. Sieht es so eine Situation, wo ich wieder nicht weiß, was ich tun soll. Der wäre eigentlich am besten. Aber was ich jetzt eigentlich vorher noch sagen wollte, ist, dass ich wahrscheinlich DevPro weitermachen werde unter Umständen. Mit einem, keine Ahnung, mal schauen, vielleicht werde ich dann ein Deck erstellen und so. Und, also ein paar Decks dann natürlich, und unter Umständen auch die Rezepte dann halt laden. Und, ja, und dann so noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! Weiterspielen. Geht ein bisschen flüssiger, geht ein bisschen schneller. Und ich werde dann den Käfer rausholen. Zudem hat man alle Karten zur Verfügung, also was will man mehr. Wenn ich jetzt in der Mirror Force reinlaufe, habe ich verloren. Nein, ich tue es nicht. Glück gehabt. Soll ich den jetzt noch machen? Doch, ich mache ihn. Weil... ich scheiß ehrlich gesagt ein bisschen auf den Affen und der hat 2,5. Ich habe zwar kein Ziel, auf das ich das legen kann. Ja, ja. Zack. Und dann eine Karte, außer diese Karte, naja, kann alle bisher gar nicht. Was diese offene Karte? Würde kannst du das neue Ziel. Gewählten Ziele, ja, das ist ein bisschen das Problem. Ist ja nicht schlecht. Nein! Was? Die kenne ich nicht. Du erhältst Life und gibst es auf die Hand zurück. Du bist doch so ein Arsch. Lol. Okay, 3000 Schaden darf ich einfahren. Das ist nicht wenig. Das ist sogar verdammt viel. Deine Hand öffnet mir für jene. Ah, nein! Zur Info, es wäre Licht. Aber ist ja egal. Wegen dem hier. Aber ich beschwöre das mal und greife an, weil unter Umständen laufe ich eh in eine Falle rein.
was kann die da? Wenn genau ein Schwarzfliegenmonster aus Spezialbeschwörung. Schwarze Antwort, Black Return. Okay. Ich schaue auf den Effekt. Ich habe nur Finsternis. Sondern ich laufe jetzt rein. Oder eben nicht. Mir ist aus Recht sein. Oh. Das ist nicht sein fucking Ernst, oder? Das gibt's einfach nicht. Der will mich doch glatt verarschen. Wartet mal. Damit hole ich mir jetzt... ich könnte mich absichern. Will ich aber irgendwie nicht. Ich will schon was... Okay, nein, ich denke jetzt nicht mal an den... Ja, Schwarzflügel ist ziemlich, wie ich finde, anfällig gegen das, weil, you know, Swarming und so, eins nach dem anderen beschwören. Ja gut, ich meine, was könnte die verdeckte Karte sein? Ich will nicht, dass mir der Dingens hier zerstört wird. Der Bärless. Aber ich werde nämlich mit dem Sechssternigen, werde ich den Eisenkettenrachen machen. Ah, und der Battlefist eines Gegners. 2400? Ja, der hat halt 2500. Genau. Weil jetzt gehen dann die obersten drei Karten drauf. Ich vermute eben mal, dass er Kalut hat und er mir den Eisenkettendrachen zerstört. Weil, you know, so 1, 2, dann wird es langsam schwierig für mich. Oder ich mach's so. Den. So. Ja, es wäre jetzt schön, wenn es gelingen könnte. Tut's auch. Zumindest vorläufig. Ja. Aha. Hat ihm nicht viel gebracht. Ich habe den Effekt nicht gelesen. Ach, das ist doch nicht sein Ernst, oder? 1, 2, 3. Die haben beide keine Effekte. Aber sie sind Empfänger. Und... Okay, Endphase. Okay, wenn du 2000 durch einen direkten Angriff eines Monsters gehst, solange diese Karte im Friedhof liegt, kannst du ein Schwarzflügelmonster vom Friedhof. Eben nur ein Pro-Duell, das dachte ich schon so. What the fuck, Alter? Ich könnte das hier offen eigentlich. Warte mal, wenn ich mit dem zertöte, dann kriegt er ein 6, dann hat er noch 2200, ne, es reicht nicht. Oh doch, und wenn ich den mit dem und den mit dem, dann zerstöre ich mit dem und greife ihn dann direkt an. So, das müsste ja nicht funktionieren. Yes! Geil! Oh, geil, geil! Oh, coole Sache. Böder gegen ihn, falls du keine Karte
Karte kontrollierst, kannst du von deiner Hand beschwimmen. Auf dem Spielfeld liegt, was ein Monster ist. Angriff ist sogar. Verliert es. Okay. Wow. Das ist auch eine geile Karte, sollte ich nochmal sagen. Oh, sechster Sinn. Ich glaube, die war mal verboten, oder? Bannen jetzt zwei Zahlen zwischen. Ach ja, genau. Und bei Death Pro sind dann die aktuellen Bannet-Lists. Hier hat man eigentlich immer die alten, glaube ich. Zumindest. Fast das Ergebnis. Siehst du so viele Karten? Nee, gerne fast. Okay. Man kann das ganze Spielchen ein bisschen heraustreiben mit erneuter Versuch oder es gibt so, wo man halt Würfel mehrmals brauchen kann und so. Spielarten speichern. Aha. So. Ja, und jetzt kommt eben noch der Trottel, Alter. Oh. Naja, das soll es für heute auch mal erst wieder gewesen sein. Nächstes Mal nehmen wir dann Yusei Fudo in Angriff. Und ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen, Leute. Bis zum nächsten Mal, euer Impact Raider. Tschüss zusammen.